Hallo, ganz herzlich willkommen zur heutigen Börse at Home, unserer montäglichen halben Stunde mit aktuellen Börsenthemen. Ich bin extrem froh, dass wir an so einem Tag wie heute mit recht viel Druck auf dem Marktkessel, möchte ich das mal nennen, einen Gast haben wie Christian Schlegel, charttechnischer Analyst. Wenn Sie uns schon länger verfolgen, dann kennen Sie ihn auch bereits. Und Christian wird Ihnen natürlich zuallererst eine Einordnung der momentanen Situation geben, also wie man damit umgeht, wenn man im Trading aktiv ist. Und ich übergebe auch mal direkt an Christian. Danke, dass du heute da bist. Immer wieder gerne. Freut mich sehr, Edda. Hallo, liebe Leute. Welcome to your Pleasure Dome. Ich übertrage direkt meinen Bildschirm. Das sollte jetzt auch so klappen. Und zwar, ich muss mit euch, aber ihr wollt ja nicht diesen Disclaimer ganz kurz durchgehen. Also das alles, was ihr hört, ist meine höchst eigene Meinung. Und ihr könnt weder mich oder die Börse, die Edda oder wen auch immer dafür haftbar machen für Anlageentscheidungen. Sprecht bitte mit eurem Bankberater. Und damit höre ich auch schon auf, weil das braucht kein Mensch. Und jetzt gucken wir hier direkt in den DAX. Die Überschrift, die Idee war eigentlich fünf aussichtsreichste Titel. Jetzt haben wir aber heute eine Geschichte. Habe ich meine Kamera ausgemacht? Nee, noch nicht. Warte mal, die muss ich ausmachen. Ihr sollt ja nicht mich sehen, sondern den Chart. Jetzt haben wir heute eine heftige Bewegung im DAX. Ich wollte eigentlich zum DAX gar nichts sagen, weil ich habe da meinen YouTube-Film gemacht und der hat auch nach wie vor Gültigkeit. Ganz kurze Worte zum DAX. Erstmal allgemein. Wir haben eine ganz heftige Woche vor uns. Ich dachte eigentlich, das fängt erst morgen an, aber dass wir heute hier 3,4% in der Spitze verlieren bis runter 14.900, das habe ich auch nicht so erwartet. Ja. Wir haben morgen die CPI-Zahlen. Bitte bedenkt, dass die Amis die Uhrzeit umstellen. Die kommen also um 13:30 Uhr, wenn ich da richtig informiert bin. Wir haben am Donnerstag die EZB und wir haben am Freitag großen Verfalltermin. Es war in den letzten Wochen, vor euch liegt der Chart, eine Kerze, ein Tag, ja, seitdem hier seit Mitte Dezember, war das sehr ruhig. Ich habe ihn eingeteilt in eine blaue Zone und eine schwarze Zone, die hier runtergeht, bis dahin. Auf der haben wir heute genau aufgesetzt, aber komme ich gleich zu. Es war insgesamt erhebliche Zurückhaltung. Das war auch der Grund, also diese Zurückhaltung von Privaten, also auch von Institutionellen, dass die Bücher relativ leer sind. Und wenn die Bücher leer sind, dann kommen solche Extrembewegungen wie VW oder eine Adidas, die bis 16 Uhr bei 140 steht und dann bis innerhalb von einer Viertelstunde auf 149,5 geht. AX-Tron, Sixt, SMA, Gerresheimer, Hypoport. Das ist einfach, weil sowohl die Privatanleger als auch die Endanleger sich ziemlich zurückhalten und dieser Markt ist mehr oder weniger den Daytradern überlassen. Das kann sich ab heute ändern. Die meisten Unternehmen, Hypoport ausgenommen, haben gute Zahlen gemeldet, aber die Zahlen an sich sind gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist der Ausblick. Wenn eine VW sagt, ja, wir denken eigentlich, das läuft recht gut in den nächsten Wochen, Monaten, halben Jahr, ein Jahr, dann ist das wichtiger, als wenn sie sagen, unsere Zahlen vom letzten Jahr waren. Das ist dann schon fast, möchte ich sagen, Makulatur, aber es ist so. Dann darf man eins nicht vergessen, der DAX hat vom 3.10. 33% zugelegt. Im Vergleich Frankreich dazu nur 23%. Der MDAX war bei 40% im Plus. Das war erstaunlich. Ich habe Anfang des Jahres einen Film gemacht. Ich bevorzuge auch nach wie vor den MDAX. Dow Jones nur 21, Nasdaq 23, Standard & Poor's 20%. Die Japaner nur 10. Wir sind also richtig, richtig davongelaufen. Hintergrund ist meiner Meinung nach die Änderung der Null-Covid-Strategie in China. So eine Adidas hat viel mehr mit China zu tun. Die waren bei 95, dann kam der neue Chef von Puma, dann waren sie ganz schnell auf 120 und jetzt waren sie bei 100 und ich glaube sogar in der Spitze bei 160. Jetzt sind sie 147. Das ist so der Hintergrund. Der DAX hat sich eine Pause verdient. Ich persönlich dachte, dass es ab morgen anfängt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es heute anfängt, aber wir haben in Amerika, überall steht Bankenkrise. Ich empfinde das nicht so, wenn man die Presse mal liest. Die Banken sind teilweise zugemacht, die Anleger bekommen ihr Geld zurück. Es gibt keinen Bankrun. Vor dem Hintergrund finde ich das teilweise übertrieben, was hier mit den Banken gemacht wird. Ihr müsstet meinen Bildschirm sehen. Also eine Commerzbank hier die waren vorhin minus 12%, die waren unter 10. Die waren 9, irgendwas 90 oder sowas. Ja. Deutsche Bank auch deutlich unter 10. Halte ich für übertrieben. Ich hatte mich eigentlich entschieden, hier fünf Werte zu nennen. Aber nachdem der DAX jetzt hier heute so eine Bewegung macht, muss ich doch mal 3, 4, 5 Minuten für den DAX verlieren. Danach nehme ich mir das Gold vor. Ich weiß, es sind auch viele dabei. Und jetzt stelle ich euch eine Frage, die ihr bitte dann, das kann man irgendwo rechts, irgendwo kann man reinschreiben. Es gibt einige Aktien, die habe ich vorbereitet. Sucht euch bitte die aus, die ihr haben wollt. Ich habe vorbereitet eine Allianz,
eine Warta, eine BASF oder Bayer, eine Lufthansa, eine Deutsche Bank oder Commerzbank. Also schreibt jetzt einfach euren Lieblingstitel rein und dann wird die Edda mal neben mir schauen. Dann wird sie mir hinterher 4 Aktien nennen, weil sonst reicht die Zeit nicht. Wir haben jetzt schon 12.05 Uhr. Ganz kurz zum Index hier. Das ist der Tageschart. Das ist die blaue Zone. Wir waren also jetzt seit Freitag das erste Mal unter der 20-Tage-Linie und wir setzen ganz genau auf dieser schwarzen Linie hier auf. Das war das Low vom 19.01. Damit hat man es in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal beschäftigt. Da muss ich weiter zurückgehen, zum Beispiel hier am 28.03. letzten Jahres. Das ist für mich eine wichtige Marke. Hinzu kommt, dass es von dieser Bewegung, die wir hier haben, vom, ich sage es euch ganz genau, vom 20.12. diese Aufwärtsbewegung, sind wir heute auf das 38er Retracement gefallen. Wir sind, so hatte ich das auch auf YouTube gesagt, ich habe keine positiven Signale, es ist alles negativ. Alles geht hier so ein bisschen weiter runter. Und das ist natürlich nicht schön. Und jetzt gehe ich mal hier in den 5-Minuten-Chart rein, weil da will ich euch was zeigen. Das ist das, was solche Tage so, ich möchte nicht sagen schwierig, aber doch verwirrend macht. Wir kommen über Nacht mit einem heftigen Gap rein, öffnen auf dem Tageskurs und dann gehen wir nur runter. Jetzt werde ich ganz oft gefragt, ja, wie soll ich den denn halten? Und das mache ich jetzt mal nicht im 5-Minuten-Chart, weil viele von euch gucken auch mal auf 10 Minuten oder gucken auch mal auf Viertelstunde. 10 Minuten reicht völlig, um das, was ich sagen will, rein edukativ rüberzubringen. Wenn diese Marke hier gebrochen ist, und das war eine gute Marke, einmal, zweimal, dreimal, 15.270, und das Ding geht runter, und da war Druck im Kessel, so wie Edda das eben auch gesagt hat. Wenn ihr angenommen, hier erwischt ihr das Ding, ihr habt das vielleicht nicht geglaubt, und ihr sagt, okay, diese Marken sind gebrochen, ihr geht short. Dann geht ihr short. Stopp hier oben hin, beziehungsweise an die letzte Kerze. Dann geht er weiter runter. Stopp hierhin, er geht weiter runter. Wenn die fertig ist, stopp hierhin, er geht weiter runter. Stopp hierhin, er geht weiter runter. Stopp hierhin. So zieht ihr den Stopp einfach nach. Und ihr werdet dann hier ungefähr bei 14.997 gestoppt. Das ist eine Methode über die 10-Minuten-Einheit. Ja, wenn ich jetzt eine Viertelstunde nehme, sieht es ein bisschen anders aus. Aber eine Viertelstunde bei diesem Markt heute, das ist viel Zeit. Ja, aber auch hier, ihr habt es dann hier erwischt. Stopp hierhin. Dann geht er weiter runter. Stopp hier an den höchsten Kurs der aktuellen Kerze, wenn die fertig ist. Und weiter runter, immer noch den Stopp hier und so weiter und so weiter, werdet ihr auch hier bei ungefähr 15.000 gestoppt. Ihr erwischt nicht mit dieser Technik nicht das Tief. Das Tief war nur erahnbar, so sage ich das, über diese schwarze Linie. Die habe ich, wo habe ich die her? Die habe ich, Moment, Tag, die habe ich von hier. Das war das Tief der letzten Wochen. Da hatten wir auch mal einen Tag, da ging es ein bisschen tiefer. Aber wir hatten seit Monaten, das sind die Leute gar nicht mehr gewohnt, nicht einen solchen Tag. Wir korrigieren hier gerade eben wieder. Es sind Tausende und Abertausende von K.O.-Scheinen und Produkten gestorben. Der Xetra DAX war, glaube ich, bei 14.913 ungefähr. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Also wir waren nicht unter 14.900. Die ganzen Scheine leben noch, aber das waren Hunderte, wenn nicht gar Tausende, die da gestorben sind. Hätte mir einer heute Morgen erzählt, dass wir so hoch reinkommen, hätte ich schon gedacht, was auch immer du rauchst, davon hätte ich gern was. Aber dass wir dann so abfallen, heute, in diesem einen Tag, hätte ich nicht gedacht. Dennoch, Dienstag CPI, Donnerstag EZB. Da ist übrigens die Marktmeinung, dass die dann doch ein 0,5% machen. Und das finde ich auch richtig so. Ja? Nicht nur hinterher tröpfeln, sondern ordentlich kleckern. Ja? 0,5% und Freitag großer Verfalltermin. Und Freitag fängt auch die Invest an in Stuttgart. Die Edda und ich, wir stehen da auch mal an dem Stand der Börse Frankfurt und Xetra Gold. Also da kommt gerne mal vorbei. Da sind viele Leute, gibt es tolle Vorträge. Kommt da mal hin. Ganz kurz, letzter Satz zum DAX. Wir sind jetzt hier, eben, wir haben auf dieser 14.903 aufgesetzt. Wir kämpfen gerade eben, um wieder ins Band reinzukommen. Über 15.177 wäre der DAX, wäre das ein fieser Ausrutscher, ganz fieser Ausrutscher, aber dann würde er sich ein wenig retten. Diese blaue Zone hier, die haben wir verlassen. Die war bei 15.212, da sind wir durch, das ist nicht schön, aber es ist letztendlich kein Problem. So, ich mache jetzt das Gold. Wenn ich das hier aufbaue, überlegt euch doch bitte ein paar Fragen, ob ihr da noch was habt zum DAX. Sonst gehe ich nämlich zum Gold. Das ist spektakulär.
Ich mache es größer. Das Gold ist sehr schwierig zu handeln, muss ich sagen, momentan. Also wirklich schwierig. Ich habe auch auf YouTube gesagt, wir kommen hier in diese Kaufzone rein. Das war so im Bereich 1825. Da habe ich auch angefangen und dann dementsprechend auch ein bisschen das nach unten gekauft. Dann ging das Ding gleich hoch und ich habe gesagt, dieser Punkt hier, das ist die 1847, ist wichtig. Und dann hat er das, der Drecksack, muss ich, anders kann ich das nicht sagen, an einem Freitagabend so um, wann war denn das, 18 Uhr oder so, hat das überboten. Er hat gesagt, okay, jetzt nutzt nichts. Ich musste, also ich habe mehr gekauft. Ich hatte 50% der Position und habe mich gefreut, dass wir 57 waren. Ging davon aus, dass wir gleich hier höher gingen. Ja, und dann verlieren wir Montag, Dienstag heftig. Ich wurde dann, weil ein Deal, den man hat, wo man vorne liegt, da darf man den Verlust nicht, also da darf man nicht mehr in Verlust kommen. Irgendwann, spätestens beim Einstand, muss man sich stoppen. Mein Einstand war 1829 und bei 1835 bin ich gestoppt worden. Und das habe ich geärgert. Ich habe 20 Punkte verschenkt, habe mich echt geärgert. Dann gingen wir nochmal runter. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wo kommt denn jetzt die 1813 her? Und das hatten wir dann 3 Tage. Und nicht hier unten reingreifen, sondern erst in dem Moment, in dem das hier gestiegen ist, in dem das MACD positiv wurde, wir sind ja im Tageschart, habe ich dann nochmal gekauft, allerdings lange nicht die Größe. Ich habe nur 25% dessen, was ich machen möchte. Und dann zieht das Ding hier heftig hoch. Ich bin nach wie vor der Meinung, was habe ich beim Gold, das muss ich mal schauen, den Monatschart hier nochmal reingemacht. Ich habe beim Gold keine nennenswerte Angst. Ich glaube nach wie vor, das beschäftigt sich mit diesen Hochs hier im Bereich von 2077. Vielleicht nicht morgen oder in der nächsten Woche, aber das sieht okay aus. Idealerweise, wenn wir die 1930 noch innerhalb von dieser Woche überbieten. Also ich mag das Gold. Ja, es ist von der Technik her für mich absolut alles in Ordnung. Aber es ist im Moment, finde ich, schwankungsfreudig und deswegen gar nicht so einfach zu handeln. So, Edda, jetzt die Frage an dich. Was haben sich denn die Leute so im Großen und Ganzen gewünscht von den genannten Werten? Ja, wir haben so viele Werte, dass wir, ich glaube, bis morgen früh weitermachen könnten. Jetzt nehme ich mal die raus, die am meisten kamen. Ich glaube, ganz, ganz vorne ist Warta, Was gefolgt von hast du noch? BASF. Und dann würde ich noch mal weiterzählen. BASF, Allianz kam recht häufig Okay. und die Lufthansa, aber alle mit Abschlag. Also ganz, ganz vorne ist Warta und BASF. Okay, Warta. Dann machen wir Warta zuerst. Warta. Warta, warta, warta. Warta ist hier. Moment, das ist der Monatschart. Das ist der Tageschart. Ich stelle meine Einstellung ein. So, und jetzt mache ich es groß. Entschuldigung, ich gehe mal von hier hinten hin, weil das müsst ihr sehen. Wir befinden uns momentan auf dem Niveau, was wir 2018 hatten im September. Das ist für mich so eine Zone. Als sie die rausgenommen haben, ist die Warta seinerzeit heftig gestiegen, hat ein bisschen nachgegeben. Und das war die Geschichte mit GameStop, wo derjenige, der in GameStop Short war, auch unter anderem, das waren noch 2 andere Werte in Deutschland, unter anderem in Warta Short waren, da ging die, glaube ich, ex-Notiz sogar auf fast 200. Ein Wahnsinn. Ja. So, das ist dann, nur dass ihr wisst, woher kommt diese graue Zone. So. Warta, was habe ich denn hier? Warta, warta, warta. Ja, die HV am 11.7. Warta ist, das kann ich hier zeigen, einer der verfixtesten Werte, die es in Deutschland gibt. Fixen heißt, da gehen Leute short, sei das Hedgefonds oder wie auch immer. Da sind Leute, die dem Wert nicht trauen und es ist einer der verfixtesten Werte. 8,91%, das ist viel. Also das ist ja kein Wert der dritten oder vierten Reihe. Die haben ja auch einen Aktienkurs von, ich glaube, 1,2 Milliarden momentan. Auffallend ist, dass also hier BlackRock ist schon seit Ewigkeiten short. Ja, ich weiß nicht, von welchem Kurs, das sieht man jetzt hier leider so nicht. Aber auffallend ist, dass hier, habe ich es jetzt nochmal rausgehoben, das ist Naya Capital, das sind die hier, 1,15%. Es kamen in den letzten Tagen Raybay auch oder Raybay auch, Cube Research auch, die reduzieren ihre Positionen. Und wie gesagt, fast 10% im Short. Was mir auffällt, ist, es ist seit dem Oktober, ja, da ist der DAX hier gestiegen und ging dann seine fast 33% hier hoch. Fast alle Werte sind deutlich gestiegen. Die Warta macht nichts.
Ja, es gibt einen Spruch aus der Börse noch von früher, die Edda könnte den kennen. Der Herrgott hat den Fixer lieb, weil er nichts hat und dennoch gibt. Ja, das war also früher auf dem Baguette-Spruch, weil man hat immer gesagt, die Fixer verdienen schneller als die, die long gehen. Kann sein, aber dafür kriegen sie oftmals auch auf eins auf die Nase. Wir sind jetzt also hier in dieser Seitwärtsphase. Ich habe die extremen Amplituden rausgenommen. Das ist diese hier und das ist die hier unten. Und wir befinden uns hier im unteren Bereich 24,25, im oberen 30,5. Ich kann, es tut mir leid, es ist einfach im Moment nicht möglich, genaue Signale zu geben. Es gibt keine glasklaren Signale, weder im Kauf noch im Verkauf. Gibt es nicht. Also ich habe keins. Ich weiß, wir handeln, glaube ich, 11.000 Aktien an der Frankfurter Börse. Ich habe keins gefunden. Wer das erwartet, tut mir leid, den muss ich enttäuschen. Aber wenn wir diesen Bereich hier überbieten, und da sind wir bei 30,24 ist die Zahl, aber 30,5 im Schlusskurs, hat die Warta meines Erachtens nach durchaus auch bis zum 11.07. bis zur HV die Möglichkeit, locker die 200-Tage-Linie zu sehen. Die fällt jeden Tag, ist heute hier und jetzt bei 46,87. Für mich ist die Warta von mir aus kein Short mehr. Revidieren muss ich meine Meinung, wenn wir das letzte Verlaufstief bei 21,57 unterbieten. Da muss ich davon ausgehen, dass sie auch mal kurz unter die 20 geht. Grundsätzlich mag ich sie, auch wenn jetzt hier, das ist die Tagestechnik, das alles ein bisschen negativ ist. Das passt ganz gut hier rein. Ja. Vielleicht gehen sie noch mal durch diesen Kanal hier durch. Aber ich finde sie so nicht negativ. Kaufen darf man sie erst über 30,50. Wer sie hat und sich jetzt nicht mit den Optionen zum Absichern so auskennt, ich habe dazu auch auf YouTube unter Allgemeines mal einen Film gemacht, wie man das tun kann. Der muss halt jetzt einfach warten. Aber ich denke nicht, dass sie von hier aus nennenswert runtergehen. Die Autos haben insgesamt ganz gut gelegen, die Autozulieferer auch. Warta hat natürlich mit den Batterien immer eine Sondersituation. Aber wenn ein Wert so lange in der Seitwärtsphase bleibt, die Bänder, ich zeige das nochmal deutlicher, zwar mache ich das immer so, ich mache das hier mal raus. Kann ich das so? Ja. Die Bänder sind super eng. Ja, also das sind breite Bänder, das sind breite Bänder, die sind super eng. Und auch hier wird bestätigt, über 30,5 gehen sie drüber, ist gut. Bisher halten sie sich. Diese gestrichelte Linie ist einfach nur so eine Art arithmetisches Mittel für mir, so eine Art Warnhinweis. Also wenn sie da drunter gehen, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich finde, Warta hat, ich gehe mal hier auch auf den Monat, das wollte ich nämlich auch zeigen, hat hier, Entschuldigung, das muss ich anders machen, so. Hat hier ihr technisches Risikopotenzial nach unten erheblich ausgereizt. Ich glaube eher an mehr Potenzial als Risiko. Ist für mich kein Short mehr. Heute und jetzt muss man sie nicht kaufen. Kaufsignal gibt es bei mir erst bei 30,5. So, dann hatten wir die Allianz. Ich mache es jetzt gerade mal alphabetisch. Die Allianz. Allianz, das nur vorab, wenn ich hier den Chart reinbaue, na, kommst du her. So, und mein vorbereitetes Bild hier verliert natürlich auch heftig. Allianz hat hier so eine Art Doppeltop. Wenn ich den herauslasse, Doppeltop, das ist im Bereich 224. Das haben wir sehr oft gesehen, ja. Also einmal, zweimal, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal gesehen. Der Bereich um die 224 ist wichtig. Allianz hat eins gemacht, ähnlich wie AXA. AXA ist gelaufen wie Gift in den letzten Monaten, also nach oben, Gift nach oben, hat eins gemacht, sie haben die Prämien erhöht. Und ähnlich auch wie VW, die haben einfach die Preise erhöht. Und von daher glaube ich also grundsätzlich, dass es bei Allianz insgesamt, bei den Zahlen, gar nicht so schlecht aussieht. Die Analysten oder der Analystenkonsens liegt bei 248 bezogen auf die nächsten 8 bis 9 Monate. Kann ich auch mit verstehen. Wir haben 17 Kaufempfehlungen und 8 Haltensempfehlungen, keine einzige Verkaufsempfehlung. Die HV ist am 4.5. und da werden 11,40 € dieses Jahr gezahlt. Nochmal, die Prämien sind angezogen. Und auch wenn sie kurzfristig hier eine hohe Technik hatte, glaube ich nicht, dass sie nennenswert fallen wird. Das glaube ich auch für den DAX-Index nichts, weil der Markt ist vorbereitet auf fallende Kurse. Von 10 Händlern für den DAX, das muss ganz kurz mal einen Schritt zurückgehen, sind meines Erachtens nach 7 Short oder Short gestimmt, 2 neutral, einer Long. Und diese Leute, die jetzt Short gestimmt sind, diese, was ich mal erachte als 70%, die liegen die ganze Zeit auf ihren Shorts schief. Jetzt kriegen sie endlich mal ihre Position wieder raus. Ein Glück. Deswegen glaube ich nicht,
dass wir im DAX nennenswert fallen. Und genau das Gleiche meine ich jetzt hier auch in Allianz. Ich habe diese blaue gestrichelte Linie gemacht. Die kommt von hier hinten. Da war es Unterstützung. Hier war es ein Widerstand. Und das wurde auch in der Historie auch mal. Hier war es noch ein Gap. Hat also oftmals die 200, das war die 200, Entschuldigung, die 212, 213, oftmals eine Rolle gespielt. Den nächsten guten Support habe ich hier, das müsste rot sein, ich bin ja farbenblind, aber ich meine, ich habe rot drauf geschrieben, ist der Bereich 206, der Bereich 206,70, auch oftmals als Widerstand akzeptiert, um dann final zu brechen und die Aktie hoch auf den Wert von 224 zu schicken. Gefällt mir gut, aber kaufen, auch hier das Kaufsignal, ein wirkliches erst bei 225, sollten Sie unter die 197 gehen und schließen, ist das, was ich hier sage, Makulatur. Im Moment baut sich die relativ hohe Technik deutlicher ab. Das dauert 2 Tage und dann ist sie hier unten. Und da muss man mal schauen. Aber nochmal, diese Woche wird heftigst. Ja, also da kommt noch viel mehr. Das, was wir heute haben, das ist nur ein Vorspiel. Der Spaß kommt hinterher und das fängt ab morgen an. Das sind die Allianz. Dann habe ich die Annelien. Annelien, Annelien, Annelien. Badische Annelien und Sodafabriken, einer der Dividendenbringer in Deutschland, wird sehr oft deswegen gekauft. Zahlen, wenn ich recht entsinne, am 27.04. 3,4 Euro. Die Bayer im Gegensatz sind einen Tag später und zahlen nur 2,4. Die BASF hat keine Story momentan. Das muss man ganz klar sagen. Da ist nichts. Da ist gar nichts. Deswegen sehe ich die rein von der technischen Seite her. Ich habe auch schon welche gekauft, ein bisschen höher, irgendwo so im Bereich 48 rum. Jetzt sind sie 46,30, stört mich aber nicht. Ich glaube, dass allein der Hinblick auf die Dividende dem Wert helfen wird. Ich habe auch hier eine, in diesem Fall blaue Zone eingeteilt. Da hatten wir hier im 19.07. letzten Jahres mal einen Widerstand. Wir sind hier wieder reingelaufen. Hier war es eine Unterstützung. Hier war es eine Unterstützung. Und gerade eben gilt es jetzt hier auch schon wieder als Unterstützung. Die BASF heute hier und jetzt trifft nicht nur ihre 200-Tage-Linie. Die ist bei im Moment 46,32. Der Kurs ist im Moment bei 46,11. Sondern auch das 50er Retracement, Fibonacci Retracement von dieser Bewegung hier. Da sind wir hochgestiegen von rund 38, ich runde leicht, auf die 54. Und dann gehen wir gerade mal, davon gehen wir die Hälfte ab. Und es ist ein sehr schöner Unterstützungsbereich. Genauso wie ich den hier auch eingezeichnet habe. Wie gesagt, 200-Tage-Linie, unteres Band, 50er Retracement, das ist eine Menge. Um sie zu kaufen, wer auf die sicherere Seite gehen will, wartet ein Überbieten von diesem Zwischenhoch ab. Das ist bei 49,38. Short zu gehen, nachdem sie das jetzt hier schon verloren hat, von 54 runter bis zur 46 momentan, das traue ich mich nicht mehr zu, weil ich das Risiko als nicht so groß erachte. Und wir haben, und auch hier muss ich sagen, meine Einschätzung ist Makulatur, wenn wir das Low vom 3.11. bei, das ist genau auch hier das 61er Race mit 44 unterbieten. Sehe ich momentan nicht. Sehe ich wirklich nicht. Die machen es gar nicht so schlecht. Aber sie haben halt keine Story. Im Gegensatz zu Bayer, dann muss ich jetzt auch ganz kurz auf die Bayer schauen. Moment. Die Bayer haben momentan eine Story. Glyphosat wird nicht mehr erwähnt. Und die haben einen neuen Aktionär. Moment, was ist denn größer? Ja? Und mit Bekanntgabe dieses neuen Aktionärs haben die natürlich, wie es so deutsche Gründlichkeit ist, mal völlig übertrieben, sind fast bis auf 66 gestiegen und geben daraufhin im Moment auf 57 nach. Die Technik sieht anders aus als die im BASF. Die haben einfach eine Story. Das ist auch eine Story, die ist für amerikanische Anleger interessant. Und die waren seit Jahren, ich zeige es hier nochmal, nicht mehr in Bayern nennenswert drin. Wir hatten hier einen hervorragenden Downtrend, der kam von 2017, immer mal wieder oben angestoßen, um ihn dann final mal am 11.03.2022 zu überbieten durch eine M-Formation und dann nochmal sich zurückzuholen. Und seitdem ging es hoch. Die Bayer sind die im Moment quirligere Aktie. Ich halte die BASF allerdings auch vor dem Hintergrund der Dividendenrendite von, was ist denn das? Ich glaube 7% oder sowas. Ich möchte mal sagen, viel stabiler. So möchte ich das gerne formulieren. Dann hatten wir Lufthansa. Lufthansa. Ich habe da ganz frech, ich hatte letzte Woche ein Webinar, wo ist denn hier Lufthansa Deutsch, Lufthansa da. Hier. Habe ich bei der Investors Relation angerufen. Weil hier kam, das war seit ungefähr November, kam dann, ja, die Lufthansa sucht 20.000 Leute. Ich habe angerufen und gesagt, wie viel habt ihr denn jetzt? Und die haben, also die holen sich pro Monat ungefähr 1.000 Leute, kriegen die.
sagen, sie können nicht mehr machen, aber die suchen immer mehr. Lufthansa hat meines Erachtens nach die Krise, Corona und alles wirklich gut gemeistert, haben auch hier genau wie VW oder Allianz einfach die Preise erhöht. Ich war neulich, der eine oder andere kennt das schon von mir, ich war neulich in Thailand, ich bin Business Class geflogen mit Thai Airways, kostet 2.800, mit Lufthansa 3.800. Ja. Aber natürlich, Lufthansa, das sind halt schickere Flugzeuge oder irgendwas größer oder besser, toll. Das Essen, das muss ich wirklich sagen, das erste Mal, dass ich sage, bei Thai Airways war c'est n'était qu'une bordel de merde, das war nichts. Ja. Also da war mit Sicherheit Lufthansa besser, aber trotzdem dafür 1.000 Euro für 12 Stunden zu zahlen, weiß jetzt nicht, ob ich das wollte. Egal wie, die Lufthansa, auch heute, die sind hervorragend gestiegen hier von Ende September, eingeleitet durch diesen Hammer. Haben sich verdoppelt von 5,50 auf 11. Das ist eine sensationelle Leistung. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es denen gut gehen wird. Und was sie jetzt machen, ist nichts anderes als atmen. Und dieses Atmen, dafür habe ich drei Zonen. Die eine haben wir heute erreicht, 10,10. Da sind wir einfach mal ein bisschen runter. Die zweite größere ist diese hier, das ist auch ein kleiner Hammer, bei 9,34. Und also wirklich schieflaufen würde meine Einschätzung, wenn wir unter 8,30 sind. Wer hier einen Long sucht, und da kann er auch warten bis ungefähr 11,20, bis wir hier oben sind mit Schlusskurs, kann sicherheitsbedingt einen Schein nehmen an der 8, unter der 8 oder wenn er risikofreudiger ist, dann ein und oder um die 9,20 herum. Ich denke, die Lufthansa macht es gut. Die wird folgendes Problem haben, das hatte ich auch neulich mal angesprochen, dass Fraport, und das gilt hier auch für den Flughafen München, hat erhebliche Probleme mit dem Sicherheitspersonal. Dann sind die Leute natürlich genervt, schieben es als der Lufthansa in die Schuhe. Aber letztendlich ist es der Flughafen, der dafür sorgen muss, dass er Sicherheits- oder Bodenpersonal hat. Das gilt hier in Frankfurt, beziehungsweise hier in München, genauso wie in Frankfurt. Das ist ein riesengroßes Problem. Und ich hoffe, die kriegen da möglichst schnell, weil die Reiselust, wir haben es gehört jetzt auf der ITB, die ist groß. Ja, wir sind auf Vor-Corona-Niveau, übrigens genauso wie die Aktie, Prä-Corona hoch. Ja, hier war es. Haben wir jetzt gesehen. Ich glaube, dass die damit ein Problem haben werden, aber letztendlich die Reiselust ist ungebrochen. Die Leute wollen raus. Ich wollte es auch. Das erste Mal seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren, 3 Wochen Urlaub. Es war notwendig und es war toll. Und jetzt, das war jetzt die Lufthansa. Ich hätte zwar noch andere, aber Edda, sag du mir doch mal bitte, ob es irgendwelche Fragen gibt. So, jetzt auch mit Ton. Es gibt noch einen Wunsch, der fasst das so ein bisschen zusammen. Irgendwas mit einer Bank. Also auf jeden Fall vielleicht noch eine Bank hinterher schieben. Wurde ein paar Mal die Deutsche genannt, ein paar Mal die Commerzbank. Die kommen ja immer in dem Kontext, aber wenn du magst. Ja, mache ich. Ich mag immer, wo ist eine? Also heute hat die Commerzbank mehr verloren als die Deutsche Bank. Ich mag auf diesem Niveau beide. Ich versuche mal beide zu machen. Commerzbank, ja, wieder in den DAX drinne, jahrelang weg. Okay. Ich sage das immer so, das ist auf der einen Seite Ehre, aber auf der anderen Seite Bürde. Viele Werte, die in den DAX kamen, ich erinnere mal an Wirecard, kamen, Entschuldigung, der Spruch musste kommen, kamen auf ihrem Höchstkurs in den DAX rein und dann haben sie den nie wieder gesehen. Es gibt ganz, ganz viele. Das ist bei Commerzbank ein bisschen anders. Commerzbank hat sich in den letzten Jahren genauso wie die Deutsche Bank völlig anders aufgestellt. Ich mache es mal größer, völlig anders aufgestellt. Sie leiden heute unter dieser, nennen das Bankenkrise in Amerika. Ich empfinde das nicht als Krise. Die SVB, die Silicon Valley Bank, war die 16. größte in Amerika. Ja, das ist ein Haufen Holz, den die da verloren haben. Aber die Anleger sind nicht betroffen. Und vor dem Hintergrund finde ich die Übertreibung, die wir heute hier haben, zum Beispiel bei Commerzbank im Moment 10%, waren aber auch schon 12%, finde ich zu viel. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die Banken weiterhin von dem hohen Zinsumfeld, insgesamt gilt für beide, Deutsche Bank und Commerzbank, profitieren werden. Aufpassen muss man, wenn es viele Insolvenzen gibt, das muss man mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber wenn es eine Commerzbank von 7,60 gestiegen ist auf 12, ich lege da einfach nur mal die, wie ich das empfinde, dann die logischen Fibos an. Die hat jetzt gerade mal eben bis zum 38er, ich mache es hier rüber, bis zum 38er Level korrigiert. Das ist nichts. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie das an einem Tag machen. Idealerweise morgen nochmal einen draufsetzen auf 9,74, aber das sehe ich jetzt im Moment so nicht. Die müssen mal atmen. Der Wert geht nicht einfach so hoch. Das macht er nicht. Aktien steigen immer so. Steigen, Korrektur, steigen, Korrektur, steigen, Korrektur, steigen, Korrektur. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Aktie so hoch geht,
Das gibt es, ja, aber nicht bei solchen breit gefächerten Werten. Deswegen, ich finde das jetzt hier schon in Ordnung. Man kann durchaus probieren, etwas zu kaufen. Das ist dann das, was ich Schnüffelstück nenne. Wir haben ja auch das Gap geschlossen, was wir hatten vom 15.02. bei 10,30. Das kann man machen, aber bitte nicht mit der ganzen Position, weil die können durchaus nochmal hier auf diesen Bereich gehen von 9,23. Aber auf Sicht von 3, 6, 9 Monaten sehe ich persönlich eine Commerzbank eher im Bereich 14, 15 als nochmal bei der 8. Das ist das eine. Und dann gucken wir uns auch gleich die Deutsche Bank an. Da habe ich auch meinen Spaß heute schon gehabt. Deutsche Bank, die war nämlich auch unter 10. Moment, Deutsche Bank hier. Ja. Deutsche Bank hat ziemlich genau auf die 200-Tage-Linie aufgesetzt, 9,72. Auch hier eine lange, lange Seitwärtsbewegung. Ja, die sind aber auch toll gekommen vom Oktober hier von, was ist das, 7,23 hoch auf über 12, 12,50 sogar und sind gefallen. Die Tatsache, dass jetzt die Commerzbank, jetzt muss ich gerade mal schauen, stehen die heute? Ja, die stehen immer noch höher als die Deutsche Bank. Das würde wahrscheinlich Hermann Josef Abs im Grab rumdrehen lassen. Ja, das geht gar nicht. Ja. Aber es ist nun mal so. Die Commerzbank ist die quirligere Aktie von den beiden. Die Deutsche Bank ist die auf diesem Niveau. Es sind keine Skandale mehr da. Und ich höre die nicht mehr in der Presse, also nicht mehr nennenswert. Aber sie hat sich halt also auch profittechnisch deutlich reduziert. Sie ist nicht mehr, gilt nicht meines Erachtens nach nicht mehr als Investmentbank, was sie das in den 90er waren oder zwar in den frühen 2000er Jahren. Aber ich mag beide Aktien und ich nutze diese Dips, die es nach unten gibt, eher um Positionen aufzubauen, weil ich auch hier bei der Commerzbank war es 14, 15 und bei der Deutschen Bank ist es auch hier für mich der Bereich 14, 15, wo die eher hingehen, als dass sie noch 2 € fallen. Also ich denke, hier ist eher so ein Boden drin, der vielleicht ein bisschen unter der 200-Tage-Linie liegen kann. So, Edda, dann lass mich wissen, ob es noch was gibt. Also ich habe zwar noch Zeit, aber läuft vielleicht Hier nicht. ist noch eine Rückfrage, falls du noch mal reingucken wolltest nach deiner Goldanalyse, Ja. ob da nicht ein fieses bearisches, Entschuldigung, Doppeltop zu sehen wäre. Ja, das ist dieses hier. Moment, ich gehe auf die Woche. Das haben wir. Moment, die Woche hier. Das ist das hier. Einmal, zweimal. Aber das ist bei 2077. Da haben wir noch ordentlich Platz. Also da sind wir ja noch 250 Punkte, 200, Quatsch, da sind wir noch 200. Wo ist das Gold jetzt? Jetzt ist es bei 1890. Da haben wir noch 180 Punkte Platz. Ja, ist vorhanden. Einerseits ein Widerstand, aber andererseits auch dann das Katapult, um das Ding auf 2200 zu bringen. Aber ich denke, dieses Doppeltop, warte mal, wo ist es denn hier? Das zieht. Da ist ein gewisser Magnetismus dran. Und wer jetzt im Moment keine Position hat, ihm das zu heiß ist, der kann auch warten, bis wir das Zwischenhoch vom 30.01. bei 1951 überboten haben. Aber ich mag das Gold, auch die Art und Weise, wie es sich jetzt wieder, Moment, ich gehe auf den Tag, wie es sich jetzt wieder erholt hat in den letzten Tagen, nachdem es jetzt erstmal hier 3% verloren hat, sofort wieder na, 80 Punkte hochgegangen ist, spricht meines Erachtens nach für das Gold. Aber bitte seid nochmal bereit, das wird eine heftige Woche. Ja, es kann sein, dass wir ja am Freitagabend 20 Uhr stehen und wir sind 13.900. Es kann aber auch sein, dass wir bei 15.800 sind. Das wird ganz, ganz heftig. Gerade die CPI-Daten morgen. Die werden mit Sicherheit ihr Übriges tun, um den Markt hier Verwirrung reinzubringen. Bleibt klein, bleibt vorsichtig, zieht die Stops an und seid geduldig, bis ihr Signale habt. Edda, du hast das Wort. Dann ist noch eine Frage, wo deine Videos zu finden wären, die du vorhin auch angesprochen hattest. Ach so, das ist auf YouTube, Christian Schlegel. Da kommt er vielleicht dann auch rein, das wir hier gemacht haben. Müssen wir mal besprechen, Edda, ob ich den da reinstelle oder nicht. YouTube, Christian Schlegel, und da gibt es eine Playlist, ich wollte jetzt hier nicht reingehen, weil ich will nicht die Werbung für mich machen. Da gibt es eine Playlist unter Allgemeines und da werden sehr viele Indikatoren, das habe ich auch mit der Börse Frankfurt gemacht, habe ich mal so eine edukative Reihe gemacht von verschiedenen Videos. Was sind Bollinger-Bänder? Wie funktioniert die Stochastik? Diese Geschichten findet man in den Playlists von Christian Schlegel auf YouTube. Vielleicht magst du dein Video wieder anmachen, Christian, Ja, zum ja, ja. Abschluss. Und noch eine Frage, wo denn der interessante Hintergrund zu finden wäre von der Bildschirm. Diese, du Dieser stehst gar nicht. Hintergrund, Ja, genau. das ist live.
Das ist ein dreidimensionales Bild über einen Weinberg. Ja, und das hier ist ein Wallasse-Ting. Also, das ist mein Büro, das ist live. Hallo. Sehr schön. Und noch eine Frage von mir. Wir machen das wieder, oder? Unbedingt, unbedingt. So in Und 3 Monaten gerne häufiger. vielleicht? Gerne. Ja, sehr, sehr Gerne gerne. häufiger. Und wir sehen uns spätestens auf der Investor. Genau. Und alle, die hier dabei sind und auch auf die Invest kommen, einfach bei uns am Stand vorbeigucken. Wir freuen uns über Besuch. Wunderbar. Alles Gute. Bye bye. Happy Trading, fette Börse. Tschüss.